Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, dem Himmel nahe zu sein, war für die Menschen schon immer etwas Besonderes, war für die Menschen schon immer ein Lebenstraum. Wir sind heute dem Himmel, finde ich, wirklich ein Stück näher. Mich freut's, dass wir unter diesen merkwürdigen, unter diesen besonderen Umständen hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vater der Welten, Gott, stimm ich mit ein. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Allein schon wegen dem ersten Teil des Verses, die Freude am Herrn, könnte ich mir keinen besseren und passenderen Primitspruch für dich denken. Diese Begeisterung für den Glauben haben wir Menschen im Pfarrverband Obing auch bei dir gespürt. Und wir wünschen dir von Herzen, dass dieses Feuer Gottes in dir nicht erlischt. Ja, ich denke, es gehört sogar zu einer deiner wichtigsten Aufgaben, Andreas, dass du dafür sorgst, dass dieses Feuer in dir brennt. Sei es durch das persönliche Gebet, durch den Mut zur Stille und zu hören, was hat Gott mit mir vor. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Euch allen wünsche ich Gottes Schutz und Gottes Segen. Bitten wir ihn darum, dass er uns begleitet. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Reicher Segen komme herab auf euch. Verzeihung und Tröstung, Wachstum im Glauben, unzerstörbare Hoffnung auf ewiges Leben. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.